Dies ist die Geschichte von einem Traum, den viele in Deutschland haben. Ein eigenes Campingmobil. Ein Traum, der in den Hochglanz-Werbevideos der Firma FlexiCamper verkauft wurde. Und den Siegfried Hofreiter, das Schwergewicht mit der roten Krawatte, zerstörte, weil er die Firma FlexiCamper rasant in die Pleite steuerte. Verbindlichkeiten sind etwa im Moment in Höhe von über 15 Millionen. Das klingt ja schon nach Betrug. Das klingt nach Betrug, definitiv. Zu den Opfern zählen hunderte Kunden, die ihre Camper teuer bezahlten, aber nie bekamen. Das war unser Altersvorsorge und Lebenstraum und der Traum ist geplatzt. Siegsdorf in Oberbayern. Hier treffen sich heute zwei Paare, die der Frust über das unsaubere Geschäftsgebaren von FlexiCamper zusammengeschweißt hat. Zu einer Leidensgemeinschaft der Abgezockten. Ja. Hier steht's drauf von FlexiCamper: Kauf dein Traummobil. Genau, es war auch unser Traum. Und der Traum ist geplatzt. Ja. Ständig sieht man ja jetzt auch Wohnmobile rumfahren. Ja. Und das holt einen sofort wieder ein, wo man dann sagt: Boah, da könnten wir jetzt drin sitzen. Das wäre jetzt eigentlich unser Saal. Mhm. Ja. Und derweil sitzt man ganz enttäuscht da. Ich nehme seit 2,5 Monaten Antidepressiva, weil ich mit der ganzen Sache immer noch nicht richtig klarkomme. Ja. Ich merke. Ach, Entschuldigung. Ja, mir kommen auch die Tränen jetzt. Ich finde das ganz, 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 ganz fürchterlich. Also Jürgen Deinhardt und seine Lebensgefährtin Annette Liedke haben 33.000 Euro verloren. Bei Katrin Salzmann und Jörg Gauder waren es insgesamt 58.000 Euro. Ihr Gegner war ein Big Player im Camper-Business. Die Firma hatte 6 Verkaufsstellen und angeblich 20 Mietstationen in Deutschland und Österreich. Der letzte Hauptgeschäftssitz liegt im bayerischen Fraßdorf. In der Hoffnung, Antworten zu bekommen, machen sich die Betroffenen jetzt auf den Weg dorthin. Ich bin so wütend, so enttäuscht, so verhasst jetzt auf diejenigen, dass... Also ich weiß nicht, ich ob da auch nicht, wie ich reagiere. Emotionen dann im Griff habe. Also ich weiß es nicht. Vor fast 1,5 Jahren haben sie hier die Verträge für ihr Wohnmobil unterschrieben. Im Büro heute nur noch der Stationsleiter. Der letzte von 4 Mitarbeitern wirkt ahnungslos. Sie haben doch Kundenkontakt gehabt mit den zum Beispiel über 200 Geschädigten. Nein. Ich war ja nur der Stationsleiter, ich bin ja kein Verkäufer. Nur der Stationsleiter. Dann kriegen Stationsleiter nur mehr mit wie die Verkäufer. Da müssten sie doch mitkriegen, dass ständig bestellt wurde, aber überhaupt kein Auto kam. Bestellt hat ja der Herr Hofreiter und die Frau Knopf. Aber Sie sind doch Stationsleiter. Irgendwo muss das doch gebündelt worden sein. Nicht bei mir. Was haben Sie denn gemacht? Gar nicht. Gar nicht. Nur Geld kassiert, und dafür umgesessen und nichts gemacht. Stationsleiter. Das ist unglaublich. Ja. Jeder, der hier eine gewisse Stellung hatte oder Anstellung hatte, hat nicht das gemacht, für was er angestellt war. Und das kam nicht komisch vor? Solange ich mein Geld kriege. Solange? Vielleicht ein dickes Konto. Die haben zu viel bezahlt. Ein paar Kilometer weiter in Rosenheim hat der Mann sein Büro, der die Reste der Firma zusammenkehren soll. Insolvenzverwalter Klaus-Martin Lutz. Mitte Mai hat FlexiCamper die Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Seitdem hat er viel zu tun. Grüße Gott. Wir haben etwa 400 Gläubiger, wenn Sie so wollen, Geschädigte, mit einem Volumen von etwa 15 Millionen, um die es hier geht, an Forderungen. Das Unternehmen muss geschlossen werden und liquidiert werden. Wir werden wohl am Ende, vermute ich, eine Finanzierungslücke von etwa 10 Millionen mindestens haben. Als FlexiCamper noch auf Kosten anderer viel Geld verdiente, agierte eine Frau namens Jessica Konopka als Geschäftsführerin. Die 34-Jährige ist in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Seit Tag 1 der Insolvenz ist sie krankgeschrieben. Zu Hause ist sie nicht. Es heißt, sie sei in Reha. Während Konopka angeblich die Geschäfte führte, war ihr Lebensgefährte Siegfried Hofreiter offenbar die graue Eminenz im Hintergrund. Der hat sich eben als Berater ausgegeben von der Frau Konopka. Dagegen ist ja rechtlich nichts zu sagen. Wie er dann diese Beraterposition ausgefüllt hat, gut, liegt natürlich auch im Ermessen einmal der Geschäftsführerin als auch des Beraters. Also da ist natürlich dem ein großer Spielraum gegeben, sage ich jetzt mal. Hofreiter hat eine bewegte Vergangenheit.
Nach der Wende kauft er im Osten gigantische Ackerlandflächen. Er besitzt knapp 45.000 Hektar Land, über 20 Biogasanlagen, wird Ökostromerzeuger und Europas größter Bauer. 2007 geht er sogar an die Börse. Das ist vielleicht auch der Traum vom modernen Cowboy, der sich darin widerspiegelt. Doch Hofreiters Wildwest-Fantasien halten nicht an. 2016 kommt die große Pleite. Das Gesamtvolumen der Insolvenz knapp 354 Millionen Euro. Erst vor 6 Wochen stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen dazu ein, gegen Zahlung einer hohen Geldauflage. Doch da hat Hofreiter längst umgesattelt. Statt in Trecker macht er jetzt in Camper. Ein Riesenmarkt, der spätestens in der Corona-Pandemie zu einem lukrativen Geschäftsmodell wird. Auf zahlreichen Caravan- und Reisemessen bietet die Firma Flexicamper ihre vermeintlichen Traummobile an. An vorderster Verkaufsfront Siegfried Hofreiter. Wir treffen einen, der in der Firma Flexicamper gearbeitet hat und sich mit den Methoden des ehemaligen Chefs auskennt. Wenn auf der Messe ein Vertrag unterzeichnet wurde von einem Kunden, ist es an einen Mitarbeiter gegangen. Der hat die alle gesammelt in einer Mappe. Und dann sind wir davon ausgegangen und waren im festen Glauben, weil so schlecht kann man ja gar nicht denken, dass dann die Fahrzeuge auch bestellt wurden dementsprechend. Was ja im Nachhinein wohl nicht so war. Mit dem Wissen, was ich heute habe, kann ich ja einen guten Preis machen für 50.000. Wenn ich die in der Tasche habe und kein Fahrzeug bestelle, kann ich erstmal wieder einen Monat leben. Das eigentliche Prinzip wird Streckengeschäftsmodell genannt. Dabei bestellt der Kunde ein Wohnmobil online oder auf der Messe. Flexicamper gibt die Bestellung weiter an den jeweiligen Hersteller. Dann kaufen sogenannte Einkaufsfinanzierungsgesellschaften den Herstellern das Fahrzeug ab und händigen es an Flexicamper aus. Erst dann bekommt der Kunde das Wohnmobil. Oder, wie in diesem Fall, eben auch nicht. Das bayerische Sulzemoos. Hier liegt Hofreiters elterlicher Landwirtschaftsbetrieb. Es ist auch seine offizielle Meldeadresse. Moin, hallo, Spiegel TV Niebisch. Wir sind auf der Suche nach dem Herrn Siegfried Hofreiter. Das ist der Bruder von meinem Chef, aber das hat mit uns nichts zu tun. Ist er nicht hier vor Ort? Nein. Weil sein Name steht ja da im Briefkasten. Ja, ich glaube, weil seine Briefe mal ab und zu mal kommen. Hofreiter und Co. haben auf unsere Anfragen nicht reagiert und scheinen unauffindbar. In Fraßdorf-Wordorf am Geschäftssitz sind sie sicher abgetaucht, wenn sie so wollen. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt irgendwo insgesamt vielleicht in Deutschland abgetaucht sind. Das glaube ich nicht, aber hier haben sie sich nicht mehr gezeigt. Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Hier wohnt einer der Kunden, die tatsächlich ein Wohnmobil erhalten haben, Hendrik Reif. Mit Flexicamper möchte er nichts mehr zu tun haben. Flexicamper muss leider ab. Aber vielleicht geht das sogar. Ach guck mal, fällt schon auseinander. Gewünscht ja niemandem was Schlechtes, aber da war ja nun wirklich Absicht im Spiel. Von daher fühlt sich das gerade gut an. Und tschüss. Nach monatelanger Wartezeit, diversen Ausreden und nur durch Druck seines Anwalts konnte er sein Fahrzeug abholen. Der Fahrzeugbrief kam Wochen später. Die Ausstattung mängelbehaftet. Also dieses Licht ging nicht aus. Konnte man natürlich nicht drin schlafen und nicht mitfahren, weil das Licht brannte permanent. Das ist das von Flexicamper gelieferte Navigationssystem mit Rückfahrkamera für 1299 Euro. Kann den hier raufdrücken und dann sieht man, das ist absolute China-Ware. Und das Navi, wo ist das? Das sollte da mit drin sein. Ist es aber nicht, es ist nur eine Rückfahrkamera. 50.000 Euro hat Reif für sein Murksmobil bezahlt. Das Einzige, was reibungslos ablief, war die Verkaufsmasche des Herrn Hofreiter. Es ist schon so, dass der weiß, was er will, beziehungsweise dass er versucht, das, was er da irgendwie macht, irgendwie auch durchzudrücken. Den Eindruck hatte ich so. Mit einer, bei uns würde man sagen, so mit so einer kottrigen Art auch so. Aber trotzdem immer eine Ausrede parat. Immer, wir machen das, wir kriegen das hin, wir machen das. Also das muss man sagen, da war der wirklich fit. Ne? Zurück ins bayerische Fraßdorf, wo die Flexicamper-Geschädigten einen der letzten Mitarbeiter der Firma zur Rede stellen. Ohne großen Erfolg.
Sie hätten meines Erachtens die Möglichkeit gehabt, was zu verändern. Wir nicht. Wir sind da über den Tisch gezogen worden. Und zwar sowas von heftig, das sage ich Ihnen. Und Sie haben hier gesessen und haben Däumchen gedreht als Stationsleiter. Wie lächerlich ist das denn wohl? Ja, wir konnten nichts verändern. Ach, hören Sie auf, Mensch. Hören Sie bitte auf. Wir konnten nichts verändern. Mein Chef hat einen falschen Namen benutzt. Wie reagiert man da? Scheiße reagiert man da. Wie sollen wir da reagieren? Wir sind ja genauso hintergangen worden wie Sie. Nee, Sie haben ja nicht so viel Geld verloren, oder? Wo ist denn Ihre Verantwortung? Ihre Verantwortung sozusagen für meine Frau, für die beiden, für die anderen, die leiden, heute immer noch leiden, die sozusagen kein Geld mehr auf der Kante haben. Wo ist denn Ihre Verantwortung? Puff, weg oder was? Wer ist dann verantwortlich? Die Geschäftsleitung und die Geschäftsführung. Namentlich? Frau Konopka und Herr Hofreiter. Der Besuch bleibt ergebnislos. Antworten gibt es für Annette Liedtke auch auf der Rückseite der Filiale nicht. Das ist das Büro von der Frau Konopka. Und? Da ist das Büro und da hinten haben wir mit der Frau Konopka Gespräch gehabt. Die Arbeitsverteilung im Duo Konopka-Hofreiter war offenbar klar definiert. Also das Bild sollte uns wahrscheinlich vermittelt werden, dass sie im Team zusammenarbeiten. Aber ich sag mal, mit einer durchschnittlichen Intelligenz und Sensibilität hat man also festgestellt, dass sie da eigentlich nur das Aushängeschild und die Unterschriftmaschine ist. Inzwischen wird gegen das Pleitepaar polizeilich ermittelt. Rund ein Dutzend Strafanzeigen sind gegen Hofreiter und Konopka eingegangen. Auch Jürgen Deinhardt hat sie wegen Betrugs angezeigt. Auf einem Parkplatz unweit des Flexicamper-Büros stehen noch einige Wohnmobile. Die beiden Paare machen sich auch hier auf die Suche. Vielleicht steht eins ihrer Autos hier. Und tatsächlich. 43,6. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Das gibt's ja nicht. Das ist unser. Das ist der. Das ist unser. Das ist euer. Ja, genau. Und im Grunde genommen ist das nicht zu fassen. Steht hier unser Wohnmobil rum und wir können es nicht mitnehmen. Ich würde das gerne machen möchte. Sehr gerne. Der Deal war, die bringen uns den nach Köln. Dann bezahlen wir die Restsumme per Sofortüberweisung. Und wir bekommen dann direkt den Brief. Das war der Deal. Und als wir dann anrufen wollten, um den genauen Termin zu bekommen, wann der denn kommt, ja, nee. Geht nicht. Das eigene Wohnmobil, zum Greifen nah, aber doch unerreichbar. Denn jetzt ist der Wagen Teil der Insolvenzmasse. Wie bitter. Aufgrund der Insolvenzsituation ist die rechtliche Situation leider so, dass die Kunden, die das Fahrzeug bis heute eben bis zur Antragstellung nicht ausgehändigt bekamen, heute keinen Anspruch mehr haben auf die Aushändigung der Fahrzeuge. Und es wird noch absurder, denn im Rahmen der Insolvenz wäre ein erneuter Kauf der Wohnmobile theoretisch möglich, aber nur zum vollen Preis. Wie bei Jürgen Deinhardts Wunschkarawan. Das ist genau unser Modell, wo wir bestellt haben, Weinsberg Pepper, so wie er da steht. Und der würde jetzt noch 58.000 Euro kosten, zum Rauskaufen. Ist aber für uns nicht machbar, weil unsere 33 ja nicht angerechnet werden. Wo sollen wir jetzt 58.000 Euro hernehmen? Ist ein Traum und es bleibt ein Traum. Der ganze Flexi-Camper-Deal, ein Albtraum. Eines haben die geprellten Wohnmobilkäufer inzwischen schriftlich bekommen. Ihr Geld werden sie nicht mehr wiedersehen.